So, jetzt gehe ich mal aus dem Zimmer raus. Gehen wir hier mal die Treppe runter. Morning. Ist jemand Mitarbeiter? Die Anlage ist sehr, sehr grün hier. Hier sehen wir einen schönen kleinen Wasserfall. Sehr, sehr templisch gemacht. Wenn wir nach rechts gehen, sehen wir dann hier die Lobby, wo wir empfangen worden sind. Hier links kann man sich schön hinsetzen, hinschillen, abends eventuell, wenn man will. Kann man sich hier die Rolle ausleihen für etwa 200 Baht. Das sind ungefähr 5 Euro pro Tag. Tanken muss man selber. Aber lohnt sich echt, da die Insel Koh Samui sehr, sehr klein ist und man recht gut mit dem Roller überall hinkommt. Hier haben wir sogar noch, wenn man ins Internet gehen will, noch PCs. Gehe ich mal wieder zurück. Weiß nicht, ob man den Kois hier sieht. So, hier auf der rechten Seite sind nochmal, glaube ich, teure Zimmer. Also noch teurer wie unseres. Da ist glaube ich, noch ein extra Pool für sich selber dabei. Wenn man hier links schaut, sehen wir auch die unteren Zimmer. Kann man vom Balkon aus in den Pool springen. Sehr, sehr schön. Wir haben das Deluxe-Zimmer genommen mit dem Whirlpool. Das langt auch. So, dann gehen wir mal weiter. Das sind die Zimmer, wo man buchen kann mit einem eigenen Pool. Sehr, sehr templisch eingerichtet. Oder idyllisch meine ich. So, und dann kommen wir zu dem Restaurant, Bar, wie man es auch nennen will, wo wir auch jeden Morgen dann frühstücken. Die Mitarbeiter sind sehr, sehr freundlich. Morning. Good morning, Rob. Hello. Kann man sehr, sehr schön frühstücken. Einen schönen Ausblick aufs Meer hat man. Das Frühstück ist wie im Buffet aufgebaut. So, das ist der Strand. Sehr, sehr schöner Ausblick. Vor allem morgens beim Frühstücken. Dann der Pool, wo wir meistens eigentlich immer liegen. Ja, da hinten liegt ja meine Freundin. Oh, jetzt habe ich den Nagellack vergessen, den ich eigentlich mitbringen sollte. Lauter Video drehen. So, dann gehe ich hier mal hoch. Das ist meine Freundin. Hallo Schatzi, wink mal. Lies natürlich wieder. Apropos, ich habe den Nagellack vergessen. Aber ich gehe gleich nochmal hoch und holen. Okay. So, und hier liegen wir meistens immer und haben einen sehr, sehr schönen Ausblick aufs Meer.
Man kann noch zu den Stränden extra hinfahren mit dem Roller. Aber das zeige ich euch in anderen Videos. Bis dann, ciao.